Auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine Reaktion von dem Rap-Bruder mit 336 Abonnenten. Checkt den auf jeden Fall ab. Leon Lovelock wach, Real Talk, sein Vater, hatet ruhig. Rap-Bruder reagiert. Da reagieren wir jetzt drauf. Ich lasse schon mal ein Like aus Prinzip da. Geht auch mal rauf, wenn ihr möchtet, gerne. Geht auch mal rauf. So, schauen wir rein. Leon Lovelock wach, Real Talk, sein Vater. Rap-Bruder ist am Start, Digga. Da hat er sicher auf jeden Fall, Leon Lovelock hat hier Eier, weil er sagt... Ich scheiß auf Medien und alles, was sie predigen. Ah, geil. No homo, meine lieben Freunde. Boah, Digga. Geiler Typ, Digga, der feiert uns da. So, Chat auf dem Handy jetzt, Freunde. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Wir gucken uns an. Leon Lovelock wach. Also er ist auf jeden Fall wach. Das finde ich schon mal gut, ja. Der Awake it in, motherfucker. Natürlich, ich würde mich sehr freuen, wenn du abonnierst und die Glocke aktivierst und auf alle klickst, soll dich das Leben dafür positiv belohnen. Und wir geben uns das jetzt. Leon, mal gucken, was du da raushaust, ja. Er scheint ein sympathischer Dude zu sein. Sieht ein bisschen aus wie unsympathisch TV, ne? Chat, sei ehrlich. Gutes Mikro, der Mann. Feier ich. Warte mal kurz. Wie ist mein Mic? Hört sich besser an als letztes Mal, oder? Da, die Location finde ich so krass, Digga. Ich fand das so geil. Einer stand mit der Taschenlampe oben, hat mit der Taschenlampe so von oben, wir haben so eine richtig heftige Taschenlampe am Start gehabt, von oben so ein bisschen so rechts, links geschwenkt. Ey, das war geil. Ey, komm, sag mal ehrlich, das war richtig überraschend und klang witzig. Also positiv, ne? Hör mal hin, dieses No, no. Das, kann doch das wird auf jeden Fall meine Adlib sein, Digga. No, no, das mache ich voll oft. Aus dem Nichts. Die Fresse nicht mehr zuzuhalten. No, an der Zeit, die ganze Scheiße heute auszugleichen. Politik und Medien sorgen dafür, dass wir in den Ländern, wo wir angeblich frei sind, nicht mehr hinsehen. Was sie machen und die kriminellen Machenschaften. Ja, Mann, noch einmal zurück. Ich liebe sowas. Ist jetzt voll meins. Also, wer das nicht feiert, der muss abschalten jetzt. Ich bin voll in sowas drin. Jetzt gehen wir auf alles ein. Jetzt geht's richtig los. Die ganze Scheiße heute auszugleichen. Politik und Medien sorgen dafür, dass wir in den Ländern, wo wir angeblich frei sind, nicht mehr hinsehen. Das finde ich geil gerappt hier. Warte. Hör mal hin. Politik und Medien sorgen dafür, dass wir in den Ländern. Dass wir in den. Kurze Pause dann. Ländern. Das ist geil gemacht. Dass wir in den Ländern, wo. Geiler Typ, Alter. Ich küsse dein Herz, Rap-Bruder. Ja, Mann, nice. Real Talk-Track, der ein bisschen so gegen die Regierung geht. Sowas feiere ich zu Tode, ja, ehrlich. Damit kannst du mich richtig catchen. Ich liebe sowas. Ich hab schon gesehen. Catch it in, motherfucker. Geil, der hat auch da unten so. Der, ist es nicht so auf Dings angelehnt? Auf Haus des Geldes da in der Mitte? Ein bisschen Hate, aber es ist scheißegal, Mann. Auf jeden Fall möchte er darauf anspielen, dass halt die Medien, ne, und TV und alles so, das immer alles so darstellen, dass andere Länder, also, ja, also das Gesamtbild der Welt wird eh immer verwaschen. Das heißt, das wird falsch dargestellt. Also es ist anders, als es immer scheint, ja, ist wirklich so. Aber wir müssen erstmal weiterhören. Sollten zeigen, dass sie uns als Menschen voll verachten. Die wollen schaffen, dass wir ihre Scheiße nicht beachten. Doch wir müssen platzen und ihnen zeigen, dass wir wach sind. Ich hoffe, der Song bleibt online, weil heutzutage wird ja sehr schnell alles gesperrt. Hier zeigt er halt. Das ist auf jeden Fall ein Bruder, der kritischen Vibes sehr feiert, Digga. Diese Polizei, ne? Und dann hat er so die Frau gezeigt. Es soll darauf schließen, dass man sich halt wehrt. Auf eine gewisse Art und Weise. Ich will das hier nicht sagen, ja. Aber finde ich sehr schöner Aufbau. Muss ich nochmal. Das wird wahrscheinlich ein bisschen länger, das Video. Aber ich muss auf alles eingehen, weil ich liebe sowas, ja. Ist geil. Die uns als Menschen voll verachten. Die wollen schaffen, dass wir ihre Scheiße nicht beachten. Ist auch für mich krass, Digga. Sag ich euch ehrlich, Mann. So. Dass es Menschen gibt, die halt einfach auf ein Lied von mir reagieren. Das ist krasses, ist ein krasses Feeling. So. Gerade als jemand, der selber auch Reactions zu anderen Leuten gemacht hat und so.
fühlt sich nice an, Digga, wenn es Leute gibt, die sich dann so interessieren und die dann irgendwie Props da lassen oder auch einfach kritisieren oder so. Ist irgendwie, keine Ahnung. Ist eine Erfahrung wert, sag ich so. Ist eine krasse neue Erfahrung auch für mich. Wir müssen platzen und ihnen zeigen, dass wir wach sind. Ja, Mann, wichtig ist aufwachen, meine lieben Freunde, ja. Also er will sagen, dass man sich nicht alles gefallen lässt. So, das Bargeld kommt ja weg und so weiter. Und noch ganz viele andere Sachen, um die Bevölkerung halt, um die Bevölkerung. Edin sagt, wenn Baro mit Feed kommt, würde Top 10 gehen. Edin, Digga, Heiratsantrag in den Motherfucker. Ich weiß, wer die Frau ist. Nice. Halt zu unterdrücken, damit die Regierung und andere Herrschaften da oben mehr Macht haben und mehr Macht ausüben können, ja? Und mehr Cash scheffeln. So ist das Leben, ja? Ihr spielt nur Schach mit uns und habt gedacht, dass wir es nicht raffen. Doch wenn das Ende kommt, müsst ihr bezahlen für eure Taten. Ihr müsst bezahlen für eure Taten. Ja, ja. Die freie Welt kann nicht mehr warten. No, no. Geil. Ey, es gibt eine Szene in dem Musikvideo, die ist keinem aufgefallen. Da ist kein Fehler drin, aber da ist was, ja, Digga, ich will nicht zu viel sagen, aber es ist niemandem aufgefallen, außer mir selber. Ist kein Fehler, aber es ist so ein Ding, wo ich gedacht hätte, ich spreche mich ein, zwei Leute drauf an. Geil, ey, auch sehr überragend, die freie Welt kann nicht mehr warten. Hammer, Hammer, Note 1, echt, ey, geil, feier ich, ja. Fühle ich, hab mich geprägt, musst du sagen, Bruder. Ey, geht mal da rein jetzt hier beim Rap, Bruder. Geht mal hier rein, Freunde, bitte. Der hat 125 Aufrufe. Wir sind gerade live. Wie viele Leute sind wir? Wir sind nicht viel, aber wir sind ein paar Leute. Wir sind 78 oder so gerade. Geht mal rein und diese 78 Leute, die wir gerade haben, geht mal da rein und lasst mal ein bisschen Liebe da bei dem Bro, Digga. Der ist mir echt sympathisch. Nicht nur, weil er mir Props gibt oder so, sondern einfach, weil er... Keine Ahnung, guck mal, wie er lacht und so. Ist ein sympathischer Dude, finde ich. Was sagt ihr, Freunde? Und doch wenn es Rap, Bruder. Ich in Knast und Krabbe. Ihr müsst bezahlen für eure Taten, weil wir wachsen. Warte, ich poste mal. Oder Tommy G oder Hip Hop Daily Official, könnt ihr einmal bitte den Link hier in den Chat reinposten, bitte? Ja, Leute, wer von euch kennt den hier? Warte, wo ist er? Nipsi! Versucht das mal herauszufinden, man muss ja nicht immer alles sagen. Googelt mal ein bisschen, informiert euch ein bisschen. Oh shit, oh shit, oh shit. Ilya WPO hat 1 Euro dagelassen. Ich küsse dein Herz, Brudi. Bester Mann, Digga. Und Sharif Nasir hat 5 Euro dagelassen. Sharif! I like that very much, man. Ich küsse deine Augen, ich küsse dein Herz, Bruder. Keine Ahnung, warum das nicht angezeigt. Ach so, warte mal. Ich habe meine Facecam, glaube ich, vor dem... Alert, Digga. Auch sehr schlau. Auf sehr schlaue Basis angelehnt. Aber die Tipps werden bei mir nicht angezeigt. Kann mir da einer von euch einen Tipp geben, warum das so ist? So, Jungs, hat einer den Link mal rausgesucht? Vom Video, Tommy G. Yes. Ich küsse eure Herzen. Ja, danke für den Support. Ihr seid echt die geilsten, Digga. Weiter geht's. Es wäre so geil, wenn der gesamte Rapmarkt sich zusammentut und dann so... Bam macht, weißt du, so richtig alle volles Rohr dagegen. Aber die meisten haben leider keine Eier, so ist das nun mal, ne? Auf jeden Fall, Leon Lovelock hat hier Eier, weil er Sachen anspricht, die meistens immer ein bisschen gehatet werden und die natürlich immer kritisiert werden von den Medien und so. Aber das ist deren Aufgabe, ja? Das, was Leon Lovelock hier macht, bis jetzt, bis 1:32, ist 100% Real Talk, ja? Ob jetzt jemand an etwas glaubt oder nicht, 100% für mich die Wahrheit, was er bis jetzt gerappt hat. Geiler Typ, normal, Digga. Ja? Korrekter Typ, Mann. Du glaubst diese perfekten Scheiß selber nicht.
während sie uns unsere Köpfe auf den Boden drücken. Denk dir nur daran, wie kann ich morgen Arsch abwischen? Einigkeit und Recht und Freiheit, ist das unsere Hymne? Verdammte Scheiße, dann ist jetzt die Zeit. Heb die Stimme! Ich scheiß auf Medien und alles, was sie predigen. Geil, Digga, bei ihm kommt das genauso an, ne? Bei ihm kommt das genauso an, wie ich es gemeint hab, Digga. Es kommt bei ihm einfach genauso an, wie ich das wollte. So. Bei ihm kommt das genauso an, Digga. Ich finde sowas geil. Leon Lovelock, stell dich drauf ein, das wird eine harte Zeit für dich. Also ich gehe mal davon aus, dass dein Fokus jetzt auch auf sowas ist, war bei mir auch jahrelang extrem, ja. So, du machst jetzt Musik und stell dich auf viel Kritik ein und viel Hate und passt, wahrscheinlich Bruder, der ein schon oder andere Medienbericht gegen ihn oder gegen dich, aber immer weiter durchziehen und weitermachen, an sich selber glauben. Und andere ignorieren, ja? Nicht morgen Arsch abwischen. Einigkeit und Recht und Freiheit, ist das unsere Hymne. Bester Part, Digga. Scheiße, dann ist jetzt die Zeit. Heb die Stimme. Ich scheiß auf Medien und alles, was sie predigen. Jeder mit einer freien Meinung ist ein Alien. Boah, den finde ich so geil, Digga, ne? Ich sag euch ehrlich, den finde ich übelst geil, Digga. Jeder mit einer freien Meinung ist ein Alien. Wie der dann spuckt, so der Pack. Der Bastard will uns Menschen schädigen. Doch halten wir zusammen, dann kann er es nicht erledigen. Bill Gates. Real Talk von Leon Lovelock. Yep, meine Freunde. Wenn du denkst, dass der ein oder andere halt ein Aluhutträger ist, dann ist es leider so. Dann muss ich verpissen, yo. Aber Leon Lovelock hat hier für mich recht. Ich verteidige ihn da, ja. Geil. Business macht, ja. Oder auch nicht. Hier, einmal Chat-Support, Freunde. Chat-Support, Freunde, alle rauf da jetzt. Diesen Song, den lass ich da für meine Erben. Boah, Dicker, es ist geil, ey. Das ist geil, diesen Song, den lass ich da für meine Erben. Digga, das ist richtig geil. Digga, ich hab ihn nicht ausgecheckt vorher, Mann. Ich hätte ihn eigentlich in mein Video mit einbauen müssen. Ich schwör's dir, deswegen jetzt hier voller Support von euch, Mann. Alle 68 Leute, die gerade zuschauen, 6-8 übrigens an der Stelle, geht alle mal einmal rauf. Gamla sagt, hab geliked. Lass auch einen Kommentar da, sagt, ihr kommt vom Stream gerade. Glaubt mir, der Bruder wird sich freuen, Digga. Der hat nur 336 Abonnenten, 125 Aufrufe auf den Song. Lass mal Liebe da, bitte. Wirklich, wirklich. Also schreibt mal 2-3 Kommentare rein. Weil, ja, Digga, es ist ein Supporter von uns. Ja, also das ist richtig brutal gerade. Finde ich richtig cool, ja. Also ich glaube, er hat noch mehr Potenzial, was aus seiner Musik rauszuholen. Man kann ja immer alles verbessern. Ich mache nochmal eine Story. Für den Bro mache ich nochmal eine Story hier. Yes, Freunde, was geht ab? Gerade noch mitten im Stream und ich will hier einmal Support dalassen für den Bruder hier. Rap, Bruder. Swipe mal jetzt hier hoch, check das ab und ja, lass ein bisschen Liebe auf seine Reaction da. Der hat es auf jeden Fall 100% gefühlt, genauso wie ich es wollte. Und ich mal Support dalassen für den Bruder hier. Rap. Der hat es auf jeden Fall 100% gefühlt, genauso wie ich es wollte. Yes, Freunde, was geht ab? Gerade noch mitten im Stream. Und ich mal Support dalassen für den Bruder hier. Rap, Bruder. Gucken, ob ich ihn finde hier. Den Link noch rein. Dem Bruder hier, Rap. Yes. So, aber diese Passagen, nennt man das so, keine Ahnung, Alter. Diese Passagen oder diese Zeilen, die ihr habt, die sind krass, Alter. Also ich finde die geil. Ich finde die geil. Schwachsinn, alles zum Lachen. Nee, zum Lachen nicht, ja. Das ist geil, das war geil gerade. Ich schwör's dir, das war richtig geil, ja. Diesen Song lasse ich stehen für meine Erben, weil so voll, ey, ich stehe dazu hier, scheiß auf die Medien und alles, ich stehe dazu und egal, ob ich sterbe oder nicht, ich lasse den Song stehen. So ist der gesamte Aufbau gewesen, das fand ich cool, ey. Ihr müsst bezahlen für eure Taten. Der hat's verstanden, Digga. Macht Sinn, Leute sind am Platzen. Ihr müsst bezahlen für eure Taten, weil wir wach sind. Schwachsinn, alles zum Lachen. Ihr müsst bezahlen für eure Taten, weil wir wach sind.
Sehr geil mit Fake News, sehr geil. Also Medien sind oft Fake News, ja, aber das weiß, glaube ich, heutzutage die Hälfte der Menschheit, würde ich mal sagen. Obwohl viele sind noch verblödet, ne? Also sagen wir mal, Hälfte. Auf jeden Fall, viele sind noch verblödet. Schaltet den Fernseher ab, liebe Freunde, ihr könnt da ein oder zwei Sendungen gucken, aber bei Nachrichten solltet ihr immer ausschalten. Das ist ganz wichtig für eure Gesundheit. Also, Leon Lopp. Ja, Digga, ich gucke jetzt seit, wie lange gucke ich jetzt kein Fernsehen mehr? Dieses aktive Fernsehen gucken mit Nachrichten und so einen Scheiß mache ich schon seit, boah, Digga, ich glaube, seit ein paar Jahren schon nicht mehr. Wenn, dann ziehe ich mir irgendwelche Serien rein. Netflix, Visual, wie das läuft. Loyal to me. Was geht ab, Digga? Grüße gehen zurück, Bro, du weißt Bescheid. Bazinga 68er. Nabend. Vlog, wach. Ist er auf jeden Fall, ja. Wach ich ist supporte er. Das, weil ich kann da auch zu stehen. Ich stehe da auch hin. Bisschen müde, aber wach ist er. Ich will auch hinter ihm stehen, also von daher. Ah, no geil. Homo, no homo. No homo, meine lieben Freunde. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Sehr schön, liebe. Digga, scheint doch ein sympathischer Dude zu sein. Abonniert den was mal. Was genau meins, ja. So gegen Medien und so. Ich liebe sowas, keine Ahnung. Ich glaube, du musst da irgendwie ein Typ für sein, ja, um das richtig zu feiern. So, also ich feiere das extrem. Fand ich sehr gut. Manche Zeilen waren überragend. Dieser Aufbau fand ich am geilsten mit ich würde sterben und alles, aber ich lasse den Song stehen für meine Erben. Das fand ich brutal. Das war für mich das Highlight, ja. Sehr schön. Leon Lovelock, ich hoffe, du machst immer weiter. Zieh dein Ding durch, auch wenn da ein bisschen Hate kommt und der ein oder andere Medienbericht. Wichtig ist immer, weiterzumachen und seine Gefühle nicht beeinflussen lassen von äußeren Umständen. Das heißt, egal wer jemand was sagt oder so, nicht die Innenwelt beeinflussen, mein Lieber. Also nicht beeinflussen lassen. So, das war's, Leon Lovelock. Wach, Reaction. Rap Bruder hat reagiert. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wir hören uns, haust rein. Peace. Korrekt, Digga. Cooler Dude. Danke auf jeden Fall für den Support. Vielleicht bist du am Start. Ich glaube nicht, aber ich werde das auf jeden Fall auf dem Zweitkanal hochladen. Den Part hier gerade. Ich werde jetzt hier nochmal einen Kommentar da lassen. Thanks, love. Geil. Korrekter Dude auf jeden Fall. Richtig coole Reaction, Diggi. I like that very much, man.